Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Enshrouded. Ja, wir müssen unseren Dings reparieren. Unseren Zauberstab, damit wir wieder zaubern können. Und mal sehen, was wir diese Folge so alles machen. Ich habe auf jeden Fall immer noch mega Bock auf das Game. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre nicht schlecht und einen Kommentar unter dem Video. Ja, und damit, let's go. Brauch Verbänder. Weiß nämlich nicht, wie ich mich sonst heilen kann. Wie kann ich mich sonst heilen? Naja, ich sammle mal ein paar von denen hier ein. Es ist auch so, dass ich ja irgendwie diese Stofffetzen gar nicht so herstellen kann. Das ist halt scheiße. So. Einmal alles mitnehmen. Kann ich wahrscheinlich, wenn ich den nächsten Typen hier mit reingeholt habe. Also irgendwie eine Schneiderin oder sowas. Oder ein Schneider. Gender ist egal. Wow. Mit V können wir handwerken, genau. Aber wir haben noch genug. Ich stelle jetzt mal nicht alles her an Bandagen. Ich glaube, wir brauchen noch diese Stofffetzen. Ich habe gemerkt, dass ich viele Sachen abbauen kann. Und ich brauche ein bisschen Metallschrott. Deswegen versuche ich hier mal ein paar Sachen abzubauen. Da kriege ich aber nur Holz raus, ne? Auch Metallschrott. Das hier vielleicht? Auch nur Holz. Was ist denn was mit dem Brunnen? Hier kann ich Wasser schöpfen. Ah, okay. Den sollte ich mir aufheben. Oh, hier gibt es noch Lebensmittel. Ah, die Kisten füllen sich auch nach einer Weile wieder, ne? Kann das sein? Was ist, wenn ich die Kiste abbaue? Geht nicht. Also ich krieg's zumindest nicht. Kann ich, wenn ich länger drauf haue, aber... Hm. Hier ist noch eine Kiste. Holzpfeile, was soll ich denn damit? Okay, was ist das? Ich hab ein Haus gefunden. Oh, mit Gegnern. Natürlich. Natürlich. Weggezaubert habe ich ihn. Oh, er hat 3 Metallschrott dabei. Also ich habe Metallschrott gefunden. Sehr gut. Was ist das? Ist das Feuerstein oder Metall? Guck nur Stein raus, ne? Brauche ich vielleicht eine andere Spitzhacke dafür? Reiß mal die Bude mal ab. Oh! WTF? Das ist eine Kiste. Meisterhafter Streitkolben. Ja, easy peasy, nehme ich mit. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Das ist ja witzig. Aber trotzdem kein Metallschrott. Guck mal in die zweite Etage. Gibt's was zu lesen? Eine Kiste. Ah ja, auch mal Feuersteinpfeile. Schön. Holzpfeile lasse ich mal da, weil ich auch die ganz ehrlich gesagt nicht. Es sah gerade aus, als ob der Wolf kackt da gerade. Ich glaube, ich habe ihn gerade beim Kacken gestört. Mann! Hör auf, mich zu töten. Warum bist du eigentlich schon Level 3? Und warum ich noch nicht? Aber ich bin... Naja, es geht. Also ich bin kurz vor Level 3. Irgendwann demnächst sollten wir mal Level 3 erreichen. Ach, da unten ist das Lager, wo ich war. Naja, stimmt. Stimmt. Habe ich noch Bandagen? Ja, eine. Oh, scheiße. Wir sind das. Oh. Hat sich wieder nicht gelohnt, meine Bandage. Aber vielleicht kann ich noch ein paar herstellen. Ja, ich
stell noch zwei her. Bin aber auch ein hässlicher Typ, ne? Ja. Da vorne waren nämlich ein paar Wölfe. Und ich versuche jetzt, die sind so in so einem Pack, in so einem Rudel zusammen. Ich versuche jetzt mal Trick 17. Bombe! Nice. Die waren sogar Level 4. Ihr wollt mich da verarschen. Warum bin ich so schwach? Oh, hier unten ist wieder ein Haus. Hier oben ist eine Höhle. Da oben ist auch irgendwas. Ich geh erstmal in diese Höhle. Ich hoffe, dass hier kein Gegner drin ist. Okay. Haben wir noch eine Bombe? Nein. Aber ich habe diesen krassen, diese krasse Waffe, ne? Die ja mal überhaupt gar keinen Damage macht. Nee, ey. Ist das die Waffe? Warte mal. Ich muss mal kurz im Inventar gucken. Rucksack. Ist das Ding? Meisterhafter Streitkolben, Stufe 3. Den habe ich gelootet. Nee, ich bleibe auf Fernkampf. Höhlenpassage. Das ist eine gute Taktik. Einfach über den Gegner drüber springen. Schön Leertaste spammen, damit man auch den Gleiter rausholt. Oh, hier braucht man Dietrich für. Oh, okay, okay, jetzt wird's interessant. Was ist das hier für ein leuchtendes Zeug? Kann man das abbauen? Erstmal den Wolf besiegen. Miasma, okay. Aber was ist das? Kriegen wir auf jeden Fall nichts raus. Okay, verstehe. Oh, hier gibt's Lava. Ich würde sagen, ich gehe aber erstmal nicht weiter. Ich gehe erstmal draußen die Sachen erkunden, weil das sah mehr nach Metallschrott aus für mich. Hier sind auf jeden Fall Gegner. Oh nein, direkt vor den Füßen. Also mit der Technik jetzt habe ich eigentlich was Gutes. Also das fühlt sich sehr gut an. Macht doch, was es soll. So, ich hoffe, du hast Metallschrott dabei. Ja, aber nur einen. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. Und die Höhle können wir sprengen. Schön. Also hier ist viel mit Sprengen, ne? Habe ich schon gemerkt in dem Spiel. Da sprengt man viel. Um an Schätze ranzukommen zum Beispiel. Lehrlingszauberstab. Stufe 3. Easy peasy. Wir haben endlich was gefunden, was wirklich sinnvoll ist. Der ist Stufe 1 und den haben wir jetzt Stufe 3. Okay. Hat der, was hat er für Vorteile gegenüber dem anderen? Er macht Eisschaden. Er auch. Okay. Aber er macht auf jeden Fall erstmal 14 Schaden. Mana-Regeneration plus 2. Maximale Haltbarkeit 250, der hat nur 150, Überladung, Angriffsgeschwindigkeit. Ich hätte gern mehr Reichweite.
was ich meine? Das ist immer noch das Problem mit den Zauberstäben. Die haben nicht so viel Reichweite. Wenn ich das hier abbaue, kriege ich da Metallschrott raus? Weil hier ja so ein Metallschrott dran ist. Das klingt auf jeden Fall nach Metall, ne? Aber ich habe leider keinen... Warte mal, könnte ich das vielleicht mit der einen Waffe hier besser machen? Ja! Oh, Metallschrott. Ja, easy peasy, dann baue ich das ja ab. Aber 3 Damage ist jetzt nicht so viel. Nehme ich vielleicht doch die Axt. Die macht nur einen. Oh, mit der Spitzhacke ging es aber jetzt schneller. Oder das war, weil ich so gut vorgearbeitet habe. Wie viel Metallschrott habe ich jetzt? 18. Ja, das müsste langsam reichen für eine Schmiede, ne? Ich bin halt gespannt, wann wir richtig Metall abbauen können. Also jetzt irgendwie so Metallvorkommen. Wisst ihr, was ich meine? Wird doch langsam dunkel. Aber ich weiß, dass ich ja mit der Schnellreisetaste, was war das? Was war das? Eine Ratte. Ah, okay. Mit der Schnellreisetaste komme ich ja wieder nach Hause. Ziemlich schnell. Hier gibt es halt überall so Vorkommen, da oben zum Beispiel. Und da weiß ich halt nicht, ist das Metall oder Feuerstein oder wie auch immer. So, wir reisen dann mal... Plündererlager mit Schacht. Aha. Wir reisen dann mal nach Hause. Nee, Reise. Das ist gut. Dass man einfach so exploren kann in irgendeine Richtung und dann kommt man aber auch safe schnell nach Hause. Nachtgeschwindigkeit bei 60. Ah, okay. Okay, und wenn der Hahn kräht, können wir wieder raus. Schön. So, wir können noch keine Schmiede herstellen, aber wir haben theoretisch sehr viel Metallschrott. Ich stelle jetzt erstmal so einen Brennofen her, damit wir Kohle herstellen können. Und den hauen wir hier irgendwo außen dran. Ich bin ja noch am Überlegen, ob ich vielleicht noch ein bisschen umbaue. Ich mache erstmal ein Fundament für die Kohlehütte. Bauhammer, genau. Und jetzt, ach, Tab muss ich machen, genau. Stimmt. So. Ich habe hier mal so ein bisschen angebaut und finde diese Umrahmung mit Stein ganz hübsch. Werde ich auch noch rund ums Haus machen, aber jetzt kommt ihr erstmal hier auf das Feld so ein Kohleminer hin. So. Hier können wir jetzt platziere Gegenstände aus deinem Inventar, damit sie für die Produktionsstätte verfügbar sind. Hier kannst du dem Produktionsprozess folgen. Die Produktionsstätte stellt das ausgewählte Rezept so lange her, bis keine Zutaten mehr übrig sind oder das Inventar des Produktionsstätte, der Produktionsstätte voll ist. Hier kannst du zwischen den Rezepten wechseln, die du diese Produktionsstätte freigeschaltet hast. Ja. Okay, also wir brauchen Holzscheiter und Erde. Und damit stellen wir jetzt Kohle her. Okay, läuft. Läuft, läuft, läuft. Können wir hier draußen vielleicht auch die Schmiede hinstellen? Und ich würde vielleicht... können wir ihn nochmal versetzen? Ja, können wir. Okay, dann stelle ich ihn mal hier draußen hin. Jetzt ist er drinnen weg, ja? Ja, sehr schön. Okay. Und dann können wir hier eine Schmiede hinstellen. Und dann kann er hier arbeiten. Ich baue das jetzt noch ein bisschen hübscher. Ich habe jetzt Bock. Ich brauche Stein. Okay. Bauen wir mal ab. Oder wir sammeln erstmal hier ein paar. Hier sind ja noch ein paar.
So. Dann haben wir ein kleines Dach drüber gebaut. Dass man hier auch alles bauen kann. Ey, es ist so wunderschön. Guckt euch das an. Ich habe jetzt mal ein bisschen rumgebaut hier und so einen kleinen Unterstand, so eine kleine Schmiede hier gebaut. Wunderschön. Hier so eine kleine Reling dran. 1x1 Blöcke kann man bauen. Ist super toll. Okay, gucken wir mal, wie viel Kohle wir schon hergestellt haben. Noch nichts. Es läuft erst komplett zu Ende und dann kriegen wir die Kohle raus. Oder wie, oder was? Ja, wir haben bis jetzt auch nur Kohle, ne? Ist ja doof. Aber es macht ja auch Sinn. Weil so ein Kohleminer ist ja dafür da, dass du da Holz reinwirfst und dass das dann mit Erde zudeckst und dann entsteht irgendwann ein Haufen Kohle. Jetzt haben wir Kohle. Jetzt müssen wir mal gucken, wie war das jetzt mit der Schmiede. Holzscheite brauchen wir und Steine. Okay, alles klar. Machen wir. So, dann lass uns mal eine Schmiede herstellen. Und die positionieren. Ich muss mal kurz mein Baumaterial loswerden. Wir haben so viel Holz und so. So. Bauen wir das hier hin? Ja, ich würde sagen schon. Ich weiß halt nicht, ob man irgendwann vielleicht, ob es worth ist, einen zweiten Kohleminer zu bauen, aber dann versetze ich das hier nochmal. Kann man ja einfach aufnehmen. So, aus Metallschrott und Kohle machen wir Metallplatten. Platten aus Metallschrott geschmolzen werden, um sie besser bearbeiten zu können. Okay. Dann machen wir mal Metallplatten. Ich weiß zwar noch nicht, aber wir werden bestimmt jetzt gleich Sachen damit freischalten, ne? Hier zum Beispiel Schilde können wir aus Metallplatten machen. Rüstung Kämpfer-Set. Brauchen wir auch Metallplatten für. Ja, wir müssen uns auch um den Elixierbrunnen kümmern, diese Quest, die wir da noch offen haben. Ich gehe mich mal kurz reparieren. Und würde sagen, wir gehen da mal hin. Wir haben jetzt eine neue Waffe und so. Vielleicht kommen wir jetzt besser damit klar. Achso, wir heilen uns auch, wenn wir gegessen haben? Das ist neu. Also das wusste ich noch nicht. So, gehen wir mal da rein in die gute Stube. Standort oben. Das Problem ist halt auch, ich habe diesen Greifer noch nicht. Ja, ist ja gut. Kurz eine Bombe rein. Ich glaube, ich brauche diesen Greifer, ne? Standort oben. Ich bin gestorben. Aber ich werde mir, glaube ich, erstmal diesen Greifer herstellen. Ach nee. Lol, ich werde hier wiederbelebt. Auch nicht schlecht. Vielleicht sterbe ich gleich wieder. Ja. Kriegen wir eigentlich einen Malus auf EP, wenn wir sterben? Ich hoffe nicht. Sieht nicht so aus. Auch in den Elixierboden hinein. Standort oben. Müssen wir runter oder so?
Aber auch ein hartnäckiger Gegner gewesen, ne? Ich glaube, wir müssen hier runter. Hier gibt es eine Truhe. Waldlangbogen. Mhm. Ist aber auch schon gruselig hier. Gruselig. Und dort oben. Ich weiß halt nicht, was das heißt. Heißt das, wir müssen wirklich hier irgendwie unten rein? Oder müssen wir nach oben? Eine Truhe. Die übersieht man aber auch leicht, ne? Weil die Truhen irgendwie nicht so richtig hervorgehoben sind. Noch ein bisschen auf unser Miasma achten. Aber das sieht schon irgendwie nach der Quelle aus, oder? Oh. Das sieht auf jeden Fall nach einem Boss aus. Ah! Aus. Bis jetzt stehen wir gut da. Wir haben schon Half-Life. Kann nicht so viel. Tatsächlich kann er nicht so viel. Sehr gut. Oh, was haben wir denn da? Verdorbene Axt und ein Brutdonner-Wüstlingkopf, was auch immer das ist. Müssen wir jetzt diese Miasma-Wurzel jetzt killen oder was? Zerstöre sie mit einer Holzfäller-Axt. Und lasse diesen Ort neu erstellen. Holzverlags. Ah ja. Und Miasma ist verschwunden. Okay, Quest abgeschlossen. Geiles Game, oder nicht? Leute, ich bin neu verliebt in dieses Game. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Wahrscheinlich mit Schnellreise, ne? Ich bin auf jeden Fall Stufe 3 und wir können ein wenig an den Fähigkeiten herum experimentieren. Erhöhe den Intelligenzattribut um 1, erhöht die Magieschaden um 5% pro Attributspunkt. Wie viele Punkte habe ich? 5? Hör auf. Echt? Das haben wir schon freigeschaltet. Absorbieren. Wenn du Magieschaden erleidest, besteht eine Chance von 10% für jeden verlorenen Lebenspunkt, ein Mana zu erzeugen. Hier können wir nochmal Intelligenz tanken. Ich glaube, das mache ich auch. Dies ist der Weg. Beim Angriff mit einer Magiewaffe wird jeglicher Schaden um 10% erhöht. Nehme ich. Die Regeneration durch Heilzauber wird um 10% erhöht. Fühle ich jetzt nicht so. Erhöht die Gesundheit pro Attributszauber. Ja, nee, ich lasse erstmal so. Wir lassen erstmal die 2 Punkte, lassen wir erstmal so. Epische Axt. Nicht schlecht. Ich würde gerne meinen Grabstein einsammeln. Aber das kann ich ja immer noch machen. Wir gehen erstmal zurück ins Lager. Wir haben ja erstmal krass die Quest erfüllt, ne? Okay, und die Flamme sagt auch schon wieder, Glutal kann zurückerobert werden. Sammle Funken und biete sie am Feueraltar dar, um die Flamme zu stärken. Funken können in einem Refugium der Flamme oder Schrein der Flamme gefunden werden. Mal, wir können unseren Altar aufwerten. Schön. Wir haben den Altar aufgewertet. Jetzt können wir auch größer bauen.
Ja, nice. Was ist dann jetzt unsere aktuelle Quest? Flamme kann am Flammenaltar gestärkt werden. Dadurch kannst du das Miasma weiter durchdringen und mehr Basen bauen, um Glutteil zu bewahren. Um die Flamme zu stärken, werden Funken oder andere Materialien benötigt. Du kannst Funken in Refugien, Schreien der Flamme finden. Okay, alles klar. Sammle Funken. Sieht so aus, als hättest du dich um den Elixierbrunnen gekümmert. Mach weiter so und du könntest hier noch beliebt werden. Watch out. Sparks flying. Eine Warte der Erbauer erklimmen. Luther hat sich verändert. Vor unserer Zeit haben die Erbauer Warten gebaut, um das Land zu überblicken. Die Warten der Erbauer, eine davon befindet sich in der Nähe. Erklimme sie und lerne die Welt neu kennen. Achso, das ist im Prinzip auch wieder so eine Assassin's Creed Quest, ne? Aussichtsturm hochklettern und dann, genau. Worauf wartest du? Stell einen Greifhaken her. Ja, 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 mach ich ja. Hetz mich nicht. Wo? Greifhaken. Harke. Eine Harke aus einfachen Materialien. Ein simples Werkzeug, um den Boden für anstehende Bauarbeiten zu planieren. Ah. Schön. Greifhaken. Metallschrott, Garn. Haben wir nicht genug Metallschrott? Wir haben gar nichts an Metallschrott. Mal ganz kurz. Du kommst da rüber. Waldlangbogen. Der dürfte mehr Schaden machen als der andere. Ja, naja, für Notfall können wir wieder einen Bogen benutzen. Knochen können hier rein. Schutt. Was ist denn der Unterschied zwischen Schutt und Erde? Gut, Donner, Wüstling, Kopf. Ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll. Bin ich early. Aber so langsam kommen wir ja rein in das Game hier, ne? So, jetzt haben wir zwei Platten hergestellt. Wir haben noch Metallschrott. Okay, dann nutze ich den, um Metallblock. Okay, können wir auch erstellen. Dann nutze ich den, um den Greifhaken zu machen. Brauchen wir nur noch Garn und Miasmasporen. Garn. 7 Garn. Okay, alles klar. Brauchen noch ein bisschen Büsche und so. Mhm, nicht schlecht. Macht schon mehr Damage. Wir müssen hier draußen auch noch ein Licht anbringen. Also der, dass der da draußen kein Licht hat, das ist nicht gut. Feuerstellen? Nee. Bäume, Geschirr, Tür und Fenster. Lichtquellen. Garn und Wachs. Glühwürmchen. Herze und Knochen. Holzscheite und Stoffhetzen und Garn und Harz. Okay, warte. Das. Stoffhetzen. Holzscheite. Haben wir noch welche? Noch ein paar. Ja, ich mach lieber die Wandfackel. Ist, glaube ich, besser. Eine. Eine müsste reichen. Oder machen wir zwei? Zwei. Zwei müssen reichen. So, was ist jetzt mit dem Greifhaken? Garn. So. Handwerk. So, jetzt haben wir so einen krassen Greifhaken. Und jetzt sorgen wir mal für Licht. Ja, so. Jetzt hat er Licht hier draußen. Schön. Ich hoffe, das hat hier nicht irgendwie Auswirkungen aufs Holz oder so. Aber ich glaube nicht. Jetzt können wir schlafen gehen. Ich hätte auch gern noch mein Zeug wieder, ne? Jetzt müssen wir mal gucken.
Ist jetzt hier unten wirklich alles am Miasma weg? Nee. Sieht jedenfalls nicht so aus. Aber ich habe doch diese Knolle weggemacht. Ich dachte eigentlich, dass jetzt das Zeug weg ist, ne? Komplett verschwunden. Aber irgendwie nicht. Ist ja noch mächtig viel drin. Schön. Dann gehe ich nochmal zurück. Schnellreise geht nicht. Ach so, während ich im Miasma bin, kann ich nicht schnell reisen. Oh, das ist schlecht. Das wusste ich nicht. Wie oft ich diesen Ring jetzt schon habe. Wieder gelootet. Unglaublich langsam auf Level 1. Müssen wir lang hier lang. Ja, die Sachen, die Äxte und die Spitzhacke, die wären jetzt auch schon geil, ne? Brauchen wir aber extrem viel Metallschrott. Ah, okay. Die eine Truhe bietet mehr Stauraum, aber die braucht auch Nägel. Es ist halt so, wir brauchen eine straighte Zufuhr an Metallschrott. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich würde erstmal sagen, wir haben die Quests erfüllt, wir haben hart gekämpft, wir haben die Schmiede gebaut, jetzt so ein bisschen so einen kleinen Platz neben unserem Haus, wo der Schmied arbeiten kann. Ich würde sagen, das reicht erstmal für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da, ein Like und einen Kommentar. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, nachdem man das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.